Herzlich willkommen am Mittwoch zu der Abendbotschaft. Heute mit den Reka-Engelkarten. Die sind ja auch so wunderschön. Kriegt ihr übrigens bei reka-bergheim.de. So, und wir schauen es uns an. Der Engel der Inspiration, schöpfe kreative Energie, lass Gedanken, Ideen aus der Tiefe deiner Seele emporsteigen, lass dich von deinem Engel dazu inspirieren, Neues zu entschaffen und dich weiterzuentwickeln. Ja, genau das ist mein Lockdown-Thema. Mensch, ja, die Karten haben immer recht irgendwo. Und ja, das ist doch schon mal hervorragend. Das ist eine super Botschaft. Seid kreativ, lasst euch inspirieren. Und was bringt der Tag? Morgen, der Engel der Liebe. Liebe kann man nicht planen, sondern nur zulassen und sich darauf einlassen. Liebe ist die stärkste Kraft und heilt alle seelischen Verletzungen. Lass Liebe in dein Leben. Mucho, mucho amor für den Donnerstag. Und wir schauen uns an, was uns die einzelnen Zeichen so erwartet am Donnerstag, ja. So, also stabile Veränderungen für die Feuerzeichen, für die Widderlöwe und die Schütze, Frauen und Männer. Da kommen also stabile Veränderungen, es stellen sich neue Weichen und Möglichkeiten für dich. Für das Erdelement, da wird wohl ein Treffen abgesagt oder eine Verabredung platzt. Also da bitte nicht ganz so enttäuscht sein, jetzt seid ihr ein bisschen gewappnet. So, für die Luftzeichen, Zwillinge, Waage und Wassermann. Ja, ihr dreht euch ein bisschen im Kreis, ihr tapst ein bisschen auf der Stelle, ja. Aber wie gesagt, Merkur ist auch wieder jetzt direktläufig, es geht schon vorwärts. Ihr könnt neue berufliche Ideen noch nicht so ganz umsetzen, wie ihr sie wollt, aber es wird gelingen. Etwas Neues kommt in dein Leben für die Wasserzeichen, Krebs, Skorpione und Fische. Ja, neue Liebe ist möglich, aber auch etwas anderes Neues, was du sehr lieben wirst. Ja, vielleicht auch ein neues Objekt oder ähnliches. Ja, und da drücke ich euch natürlich ganz, ganz, ganz fest die Däumchen. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Tag. Mucho, mucho. Amor.